Willkommen zurück zu Let's Play. Oh, Entschuldigung für den Schlucker. Risen 2 Dark Waters. Wir müssen zu Maurigato und uns diesen Siegelring holen. Hallo. Steck ja nichts ein. Ist der Siegelring hier? Schlüssel. Mach hier keine Dummheit. Halt die Fresse. Ist hier irgendein Siegelring? Nein, da waren wir schon. Ja? Folgt er mir? Ach, verdammt. Okay. Der Abholschein. Ist da, wie wir das machen? Wir locken die jetzt erst wieder hier hin. Kommt, Freunde, ihr müsst bis nach hier hinten kommen. Stehe im Feuer, ich brenne. Jetzt kann ich mir nämlich auch die Sachen hier holen. Danke. So, was haben wir denn da alles Schönes? Der Abholschein, der müsste jetzt ja hier irgendwo sein. Zugang zu den Räumlichkeiten des Hohen Rates zu gewinnen. Ich erteile ihm die Befugnis, Angelegenheiten des... Sauber. Können wir mit dem Kerl reden? Raus hier! Verschwinde! Ah, wie sauer ihr werdet, ne? Benimm dich hier! Ja, ja. Guck, was er hier so sagt, Perückenmonster. Wo bist du? Na, du? Alles fit? Ich habe keine Zeit für... Na, ich geb dir, Bursche. Boah, wenn deine Männer nicht werden... Steck ja nichts ein. Steck ja nichts ein. Ich rede pädophil. Steck bloß nichts ein. Komm in meinen Wagen. Na, komm. Egal, egal. Azuro, wo ist er? Ich hab ja eigentlich ein, Schreiben. Mal gucken. Ach, was soll der Rotz denn? Siegelring. Den habe ich aber nicht, noch nicht, ne? Ich würde sagen, dann pennen wir mal eben kurz. Bis in die Nacht. Jetzt nicht. Ja, entferne dich. Also besser, du fasst hier nichts an. Darf ich nicht mal... Oh, jetzt kommt diese Ekelhaft. Alles meine Ordnung. Fasst besser nichts an. Halt die Fresse. Jetzt kann ich hier nirgendwo pennen. Das ist doch jetzt auch ein Witz. Strand. Kristallfestung. Wo gehe ich denn jetzt pennen? Ich will nicht erst wieder in die Kristallfestung. Ja, da kann ich erst recht nicht pennen. Ja, ich guck mal, ob ich im Hotel kurz schlafen kann. Oh, nur noch 300 Gold, das ist ekelhaft. Nein, bis heute Nacht müsste ich ja pennen. Mich ist aber kein interessiert, dass ich hier kostenlos schlafe. So. Wie ihr alle noch wach seid, ihr Nachtmenschen. Ihr Gruftis. Geht doch ins Bett, Freunde. Wollt ihr nicht pennen gehen? Nein? Mach hier keine Dummheiten. Wollt ihr nicht... Steck ja nichts ein. Warum wollt ihr nicht ins Bett gehen? Was ist eigentlich hier hinten? Ja, die werden gute Rekruten abgeben. Na, ist doch super. Was ist das hier? Nix zum Mitnehmen.
denn? Fernando. Sauber. Hallo. Warum störst du mich? Du siehst aus wie der Mann mit den Feuerwaffen. Ich bin der Mann mit den Feuerwaffen. Obwohl, eigentlich ist Meister Godin der Experte. Ich setze nur ein paar seiner Ideen um. Erzähl mir von Meister Godin. Er ist ein Genie. Ständig tüftelt er Verbesserungen für die Feuerwaffen aus. Seine Konzepte für die doppelten Radschlösser waren brillant. Dafür haben sie ihn zum Mitglied des Hohen Rates ernannt. Oha! Ich muss in den Hohen Rat. Ich bin zwar selbst ab und zu im Rat, aber nur, wenn Meister Godin einen Auftrag für mich hat. Wenn du kein Mitglied bist, brauchst du ein besiegeltes Schreiben. Versuch's doch mal beim Maurigato. Vielleicht kannst du in seine Dienste treten. Verkaufst du auch Waffen? An dich? Offiziell gehörst du nicht zu uns. Du kannst dir einen schriftlichen Antrag besorgen, den unterzeichnen und besiegeln lassen. Ich bezahle mit Goldmünzen. Das geht auch. Oh Mann. Kannst du mir was beibringen? Meister Godin ist bestimmt der bessere Lehrer. Aber wenn's darum geht, Ladezeiten zu verringern oder widerstandsfähige Spannfedern einzusetzen, kann ich dir helfen. Lass uns handeln. Lass uns handeln. Bauplan für die Zwillinge. Oha, eine Bombe. Naja, die kaufe ich mir jetzt besser nicht. Das war gerade übrigens mein Kugelschreiber, der hingefallen ist. Aber, naja. Ne, eine Bombe. Ich habe gerade viel zu wenig Geld. Mal gucken, ob jetzt hier wenigstens ein bisschen Ruhe eingekehrt ist. Immer noch nicht hier eklig, dass ihr auch nie pennen geht. Gucken, ob ich mit Carlos reden kann. Ich bezweifle es zwar, aber... Wo ich denn... Kerl? Kaum ist der eine Pirat weg, kommt schon der nächste. Kommen da noch mehr, oder? Warte mal, ich kenn dich doch. Tatsächlich? Klar, ich hab dir doch eine Zeit lang Rum besorgt. Und, wie ist es dir ergangen? Sie haben dich gefeuert, habe ich gehört. Genau. Was glaubst du, wie es mir ergangen ist? Oh Mann, alles klar. Wenn ich helfen kann, lass es mich wissen. Wo ist der Hohe Rat? Immer geradeaus. Doch ich kann mir nicht vorstellen, dass man dich dort empfängt. Das lass mal meine Sorge sein. Okay. Ich schätze mal, mit diesem Abholschein, den wir uns geklaut haben, kommen wir da auch rein, aber... ich will mal erst mit Carlos reden. Na du Nachtmensch! Viel Glück bei deinem... Arschloch. Gut. Der hat also auch nichts für uns. Falsche Richtung. Ich muss wissen, wo Garcia ist. Das ist ekelhaft. Das ist ehrlich ekelhaft. Ich kann mal gucken, vielleicht komme ich ja rein. Aber wo hat der diesen Siegelring? Ich sehe dich. Und ich sehe dich auch. Mal gucken, was Hermina oder wie die Tante ja heißt zu sagen hat. Guten Tag. Hallo. Ich bin noch nicht gut. Den Schlüssel hat die denn? 50. Ne, er fehlt uns noch ein bisschen, oder? Talente? 40, ne. Habt ihr doch schon einen Schlüssel geklaut? Okay. Verschwinde! Ja, hau ja schon ab. Mach hier keine Dummheiten. Jetzt habe ich sie mir wieder angelächelt. Jetzt habe ich sie mir wieder angelächelt, diese ekelhaften. Ich habe keine Zeit für dich, Bursche. Geh! Fuck.
muss eigentlich noch ein besserer Dieb werden, aber dafür habe ich kein Gold. Habe ich irgendeinen Ring, der mir da was hilft? Ring. Kugelsicher und Muskete, nein. Klingenfest, nein. Auch nicht. Ne. Ein Rattenamulett, leckerle. Zu schwierig. 90 brauche ich dafür. Ach du Scheiße. Ne. Das können wir knicken. Verschwinde! Ja, ich hau ja schon ab. Benimm dich hier. Ja, ja, ist in Ordnung. Mal gucken, ob wir so in den Hohen Rat kommen. Ich gehe da jetzt einfach mal hin. Ich habe ja diesen Abholschein. Vielleicht hilft uns das ja. Du schon wieder. Was soll der Aufzug? Ich bin ein Diener Maurigatos. Na schön. Und welches Anliegen hast du im Hohen Rat? Ich muss ganz dringend mit den Verantwortlichen sprechen. Lass mich raten. Der Hohe Rat ist dabei, einen schrecklichen Fehler zu machen. Die Verantwortlichen kennen nicht alle Fakten, aber du kannst sie aufklären. Genau. Das sagen sie alle. Ohne guten Grund. Ohne guten Grund kommst du hier nicht rein. Waffe weg! Der ist schnell, der Degen. Ich denke jetzt. Fast geschafft, aber egal, es bringt ja nichts. Wir können die Leute ja nicht ausnehmen, wie in Risen 1. Naja, gut. Heißt, ich brauche dieses ekelhafte Siegel. Und die ist, der ist 100% in der Truhe und ich brauche wieder Diebeszeug dafür. Oh, verdammte Scheiße. Ich würde sagen, wir fahren mal nach Takarigua und reden mit Lago. Oder haben wir hier noch irgendwelche Infos stehen? Ja, den Siegelring. Jo, wir fahren nach Takarigua und reden mit Lago. Mehr fällt mir gerade nicht ein, aber ich bin jetzt faul. Stillgestanden! Was hat's jetzt gebracht? So. Nach Puerto Isabella würde ich ja jetzt nicht fahren. Also, nee, wir fahren nach Takarigua. Reden mit Lago, ob der da uns noch was beibringen kann für Diebeskunst. Billig vor allem, weil wir haben nur 315 Gold. Vielleicht war ich doch ein bisschen voreilig mit dem Kauf des Säbels. Petty. Petty, Petty, Petty. Takarigua. So, das überspringen wir einfach mal. Das ist genauso. Jetzt gucken wir, ob wir den guten Lago dazu bringen können, uns noch ein bisschen Diebeskunst beizubringen. Für diese Truhe. Lago. Ich bin noch... Fuck. Spät. Also auch nix. Moor. Ey, wo ist der dicke Kerl, mit dem wir hier mal saufen konnten? Nette Aus. So, haben wir der wenigstens noch was geklaut? Haben wir hier noch mehr? Können wir ihn hier noch beklauen? Das hat sich. Sauber. Ne, dich kann ich nicht beklauen. Curtis vielleicht. Gut, zum Dieb machen kann er uns nicht, aber wenigstens ein bisschen Gold und ein bisschen Ruhm. Wie kann nicht schaden. Du lernst am Bett. Lass uns. Zack. So. Haben wir
mir das jetzt was gebracht? Nicht wirklich, ne? Einmal bitte alles gegrillt, so. Gut gemacht. Habe ich mir nicht eine Belohnung verdient? Wegen mir nimm einen rum, obwohl ich ihn eigentlich nötiger habe. Siehste, hat mir also auch nicht wirklich was gebracht. Wer bist du denn? Oh, die Folge geht schon wieder viel zu lang. Das ist nur einer dieser Gepäckträger, ne? Docs, seht ihr? Die Folge geht wieder schon wieder viel zu lang. Ja, ich würde sagen, wir machen hier an der Stelle einen Schnitt. Und ich sag dann mal danke fürs Zugucken und bis zur nächsten Folge von Risen 2. Ich werde mir mal überlegen, was wir als nächstes machen. Wir müssen diese Truhe aufbekommen. Irgendwie wird das schon gehen. Bis dahin. Tschüss.